Hallo. Hey. Langsam ist echt gut. Hey, easy, okay? Boah, was ist das? Was ist das? Ja, witzig. Na, haben Sie die auch entführt? Hallo. Hallo. Hallo, Joko und Klaas. Anhand eurer dümmlichen Gesichter kann ich erkennen, dass ihr so tut, als würdet ihr überlegen, was das Ganze soll. Ach, was kommt jetzt, ey? Euch wird gleich ein besonderer Umstand widerfahren, der das Verlassen des Gebäudes unnötig erschwert. Allerdings ist genau das eure Aufgabe. Spaziert durch die Tür, die nach draußen in die Freiheit führt. Das Symbol weist euch den Weg. Ach, das Exit-Symbol. Ah, und warum sollten wir hier nie wieder rauskommen? Also Fakt ist, wir können jetzt einfach aufstehen und gehen. Vorher macht ihr aber Bekanntschaft mit einer Fessel-Expertin. Innerhalb von 10 Minuten wird sie euch zu einem perfekten Paket zusammenschnüren. Okay, ich verstehe, glaube ich, was jetzt hier passiert. Erst auf mein Zeichen dürfte die Aufgabe beginnen. Ich bin übrigens Klaas. Ich bin Joko. Und gemeinsam sind wir Joko und Klaas. Boah, krass. Ah, das ist für uns beide unangenehm. Aua. Ah, oh, fuck. Das ist aber schon ganz schön gut geknotet. Oh. Eieiei. So nah war ich dir, glaube ich, wirklich noch nicht. Zum Glück sind wir nicht vorne rum eingemacht worden. Oh, du könntest mir nicht entkommen. Endlich, endlich könnten wir richtig rummachen. Oh. Ah. Also, tut dir das nicht weh? Doch, schon. Oh, das ist, ja. Aber ich glaube, es tut dir mehr weh. Oh, hör auf, Mann, was soll der Quatsch? Was denn? Ich wollte nur mal checken. Ah! Oh, ey. So. Ich krieg da einen Bandscheibenvorfall. Jetzt hör auf zu ziehen, ne? Das sieht man mal, für dicke Beine ich hab. Das sieht man erst, wenn die so zusammengeschnürt sind. Hast du, ich kann es nicht so sehen. Ist das wie so eine Salami, die in so einen Wurst reingeht? Genau, so sieht das aus. Boah, fucking Junge. Sind wir fertig? Danke. Danke. Jetzt dürft ihr versuchen, den Raum zu verlassen. Ihr habt exakt so lange Zeit, bis die Uhrzeiger auf 12 stehen. Ich habe keine Uhr. Hier hängt eine. Der Schlüssel befindet sich übrigens oberhalb der Tür, die nach draußen führt. Ah, ich sehe ihn. Ah, der ist schwarz angeklebt, oder? Ja, links. So, aber das ist jetzt erstmal noch nicht unser Problem, ne? 11.36 Uhr ist es jetzt. Bis 12 Uhr müssen wir hier raus sein. Dann kommen die nächsten Gäste. So, Joko? Ja. Hör mal auf bitte damit. Ich mach gar nichts. Doch, du machst was. Wo sollen wir denn anfangen? Also ich habe keine Chance, hier irgendwas zu machen. Ist Teil deines Entfesselungsplans, dass du mir erstmal einen Popo streichelst? Nein, ich suche gerade hier irgendwo einen Anfang. Hör mal auf, bitte ernsthaft. Klaas. Nee, es geht Klaas. Nicht. Nee, dann bin ich derjenige, der das mit den Händen probiert. Aber du hörst auf, da rumzufummeln. Glaub mir eine Sache. Ich fummel dir nicht am Arsch rum. Was das heißt denn? Glaub mir nicht, ich merke das doch. Nichts, wirklich. Nichts liegt mir ferner, als dir am Hintern rumzuspielen. Ich suche gerade den Anfang von dem Seil. Joko, ja. Wenn du das nochmal machst, dann mache ich das. Oh, bitte nicht. Klaas, ja, bitte. Mach bitte einfach nichts und lass deine Grimme bei dir. Okay? Okay. Geht das? Ich kann dich beruhigen. Ja? Ich kann mich sehr gut von Fesseln lösen, weil ich als Kind Fan war von Houdini. Oh. Harry Houdini ist ein Begriff. Ja. Ja. Entfesselungskünstler. Entfesselungskünstler. Und da habe ich praktisch mich sehr viel mit Entfesselung auseinandergesetzt. Ich habe mich auch selber mir auf die Beine gefesselt und habe mich dann wieder befreit. Als Training. Soll ich jetzt einfach mal probieren, mich zu entfesseln? Ja, mach doch mal. Soll ich jetzt mal probieren? Ja. Ich bin hier an dem Knoten was am Machen. Also das ist ein Knoten, das ist ja gar kein Knoten. Oh. Warte mal, ich muss mal eben. Meine eigene Hand ist so im Weg, das ist ganz ärgerlich. Ja. Ich käme ran, aber dann habe ich so eine blöde Hand, die so im Weg. Also ich kann mich im Prinzip überhaupt nicht bewegen.
Nee, Mann, ich muss mal was Neues ausdenken. Kannst du mir jetzt mal ganz kurz irgendwie ein Feedback geben, ob wir jetzt hier weiterkommen oder nicht? Man hat das Gefühl, du fummelst seit 5 Minuten. Joko, dann würde ich gerne an einer anderen Stelle anfangen. Joko, ich gebe dir ASAP Feedback. Ja, okay. Wenn ich jetzt genug Zeit hätte. Nee. Also der Houdini hat das eben, teilweise haben die einen Tuch über den drüber gemacht, danach war der fertig. Oh, fuck. Mm-mm. Klaas, verrennst du dich da an was oder hast du eine Lösung? Ich bin weit entfernt von der Lösung. Okay, aber Klaas, dann hör mir jetzt einmal zu und ja. Unterstell mich nicht, ich fummel dir am Arsch rum, okay? Ja, okay. Ich würde gerne hier, guck mal, hier ja. Muss ich irgendwo, kommst ja. Du da irgendwo hin? Ja, habe ich einen Mon Cheri für dich versteckt. Kannst du behalten. Was ist denn das? Kannst du mir mal irgendwie mehr Kabel geben? So, ich weiß nicht, wie man wo willst du denn hin? Du müsstest doch eigentlich dich zu mir, so genau. Ja. Dann müsste ich doch hier mehr Schlauch haben hier. Ja, versuch mal. Zieh mal mit deinem Oberkörper. Warte, ich habe hier einen Knoten in der Hand. Ich bin hier an dem Knoten was am Machen. Es sieht jetzt so aus, als würde ich mich nicht anstrengen. Das liegt daran, dass ich nur 2 Finger bewegen kann. Das ist, glaube ich, ein guter Weg hier. Ja, jetzt bin ich eigentlich ganz gut dran hier. Du, wenn wir einmal hier den Anfang haben, dann geht das ja ganz flott. Dann beeil dich. Was lachst du? Ja, dann beeil ich mich halt. Ja, beeil dich bitte. Ein guter Tipp, danke schön. Ja. Nicht so zu trödeln hier, ne? Wenn man schon so wenig Zeit hat, muss man nicht auch noch trödeln. Wie weit ist denn der Knoten von einer potenziellen Lösung entfernt? Nicht mehr weit. Jetzt gerade bewegt sich hier was. Also wir sind da kurz davor, das Problem zu lösen hier. Ah ja, jetzt lockert sich hier ein bisschen was. Wirklich? Ja. Das beruhigt mich. Warte. Ah! Für wo war er? Für mein Bein. Aber kannst du deine Hände irgendwie mehr bewegen als vorher? Nee, die Hände noch nicht, nee. Klaas, willst du mich verarschen? Alter. Klaas, das ist doch nicht dein Scheiß. Wir brauchen Hände. Du kannst doch jetzt nicht mit deinem Bein anfangen, alles zu lösen. So, denn du hast Fähigkeiten. Das hängt doch alles miteinander zusammen, du Idiot. So, dann kannst du einmal nach vorne, also du nach hinten, ich muss einmal nach vorne was holen hier. Weiter kann ich nicht, sonst sterbe ich. Warte mal. Ich hab hier gleich was. Oh, das war so nah schon dran, ey. Boah, Klaas, bitte, bitte, Klaas, bitte. Ja. So. Jetzt müsste doch eigentlich bei dir auch irgendwas lockern. Scheiße, das war ja gar nicht die Hand. Das meinst du nicht ernst. Onkel, das ist nicht witzig. Das war wirklich nicht die Hand, das war irgendwas. Das ist nicht witzig. Doch. Also nein, das ist natürlich nicht witzig, aber. Aber was habe ich denn jetzt hier gerade gelockert? Was bringt das denn gerade? Nicht so weit ziehen, bitte. Guck mal hier, dieses Band hier, das habe ich locker. Bringt dir das irgendwas? Welches ist das? Nee, das geht bei mir vorne an die Brust. Lass mich einmal ganz kurz hier gucken, ob ich da irgendwas finde. Weil hier ist was, aber ich habe keine Ahnung, wo hier ein Anfang ist. Das ist, ich komme an Lüfte. Es ist wirklich verflucht. Es ist eine Scheiße. Oh, was war denn da? Das hat sich hier gerade was gelöst. Mit der Kraft meiner Ohren. Also gleich habe ich es um den Hals, da wäre ich vorsichtig. Lass mich einmal ganz kurz versuchen, wie ich mich bewegen kann, weil mein größter Schmerz ist das linke Schienbein. Das ist wirklich, das ist... Hä? Was hast du denn jetzt gemacht? Irgendwas ist gerade geploppt. Ja, ich habe da ja irgendwas gelockert. Ich weiß bloß nicht mehr was. Guck mal, kannst du das hier, dieses Bandchen, merkst du, weißt du? Ja, kannst du das über den Kopf irgendwie? Bleib mal bitte hinten. So, jetzt geht er auch vorne, bitte. Langsam, ich hab's am offenen Augen. Hast du nicht? Doch, hab ich. Hast du nicht? Ich bin in einer vertrackten Lage. Ich hab mich irgendwie in so eine blöde Situation gebracht. Mir ist gerade immer noch alles ganz cool. Jetzt habe ich ein Problem. Ich hab das jetzt auf den Augen immer noch. Kannst du das da irgendwie so lang ziehen? Was ah, nee, nicht so. Du radierst meine Augen aus. Ich komm da, warte mal, wenn du hier. Nee. Na, was? Nee, ich hab überlegt, wie ich da mit dem Mund rankomme oder ob meine Zunge lang genug ist. Ah, nee, ist nicht lang genug. Was weiß man da auswendig, wie lang die Zunge ist? Hey, ich hätte ja so eine Chamäleonzunge haben können auf einmal.
sagen, wissen, was habe ich hier? Warte, bewegen. Sollen wir mal laufen? Ich hab am Anfang, warte, wo willst du denn hinlaufen? Ja, zur Tür. Lass einmal probieren, nur mit den Füßen. Das geht. Aber Klaas. Klaas, nur ganz kurz, Klaas. Ja. Denk den Plan zu Ende. Der Punkt ist, wir müssen den Schlüssel von da oben an der Wand wegholen. Ja, we cross that bridge when we get there. Aber das macht doch keinen Sinn, dann müssen wir uns da hinten befreien. Wir gucken, wie es geht, wenn wir da sind. Wir drehen mal wieder in Position. Aber vielleicht können wir die Stühle kaputt machen. Ich hab doch aber hier... Boah, das wäre geil. Warte, aber ich hab am Anfang! Ja, ich hab meine Hand frei. Klaas, ich hab meine Hand frei. Was? Ich hab meine Hand frei. Nein. Doch, ich hab meine Hand frei. Jürgen, mach mich los. Ja. Mach erst mich los. Komm. Ah, nicht am Hals, am Hals. Warte. Boah, guck mal. Ja, ich mach jetzt hier sukzessive, werde ich uns jetzt hier befreien. Ich befreie uns ich auch. Ich hol dich da raus. Ich will uns aber auch befreien. Ah, hier, guck mal. Oh, fuck. Ah. Oh. So, jetzt hab ich's. Los geht's. Zeit. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Alles wird gut. Ja, das ist sie. Guck dir das mal an. Warte, da muss der weg. Der muss weg, genau. Kannst du mich nicht einfach mit dem Stuhl da rausziehen? Und mich dann draußen in Ruhe da freischneiden? Ich probier das hier und du ziehst mich einfach. Ach, meine Hände sind frei. Wirklich? Ja. Ja, gut. Guck. Wie lange noch? Noch 2 Minuten. Fuck. Eins, zwei. Du hängst ja noch am Rücken fest. Warte. So, komm. Warte. Scheiße. Hol den. Yes! Yes! Wir haben es geschafft! Es geht schöner, aber wir haben es geschafft, oder? Ihr habt es geschafft. Schönen Feierabend. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Oh. Ich krieg mein Bein da nicht raus. Ich auch.